Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Food Diary auf YouTube. Ich heiße Jana, ich bin 21 Jahre alt und auf diesem Kanal wird es sich überwiegend um das Thema gesunde Ernährung drehen. Also werdet Food Diaries sehen, Taste Tests, Food Hauls, eben was es so Neues an veganen Produkten auf dem Markt gibt, die man eben als gesündere Alternative in seinen Alltag integrieren kann. Ich habe in diesem Video jetzt 5 Tage lang mitgenommen durch meine Ernährung. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Pancakes time. So, das ist mein Frühstück. Pancakes, Bananen, so Bananen-Pancakes, vegan mit Himbeeren drauf und Erdnussbutter. Also Money Life. Ach, so geil. Kann ich das Rezept mal unten in die Infobox schreiben. So, das wird mein Mittagessen für die Schule sein. Einfach ein Dinkel-Vollkornbrot mit Käse und so einem Tomaten-Schnittlauch-Aufstrich. Oder noch ein bisschen Paprika und eine Karotte. Genau. It's time for food now. Ich bin von der Schule nach Hause, es ist glaube ich 16 Uhr. Dann esse ich immer gleich, auch wenn ich noch nicht wirklich Hunger habe, aber ich habe immer Lust zu essen. Das ist dann sozusagen mein Abendessen. Einmal Nudelsalat mit Oliven, Feta, Kulla, Tomate. Karottensalat mit so Mandelsplitter, Gurkensalat. So 2 vegane Filetstücke. Oder ja, 2 vegane Fleischalternativen. Und noch Baguette dazu. Genau. So, Snacktime, ich esse jetzt noch diesen veganen Nu-Kakao-Riegel, Crispy Crunch, den mit Kokosblütenzucker gesüßt. Genau. So, das ist mein Frühstück. Einfach 2 Dinkel-Vollkornscheibenbrot mit der Oatly Frischkäsecreme. Dann mit so einer selbstgemachten Erdbeer-Himbeermarmelade. Und eine Scheibe von dem und 2 Stücke von dem. Ofenkartoffeln. Zucchini-Puffer und Quark. So, also ich habe jetzt einfach ein bisschen Nektarine drin, Heidelbeeren, Brombeeren und Himbeeren. Und jetzt mache ich mir einfach noch ein bisschen von dem hier drauf. Pot Chia Samen. Da mache ich immer so 3 oder 4. Mandeln. Drei Cashewkerne. Und ich messe mir dann immer, also ich wiege mir immer 50 Gramm ab.
Ja, ich gebe eben etwas von dem Ham Crunch hier rein. Und noch ein bisschen von dem hier. Das war mal in der Pambox drin. Das ist so Kakao-Nips, so Rohkakao. Dann mache ich noch ein paar von dem hier rein. Und noch ein paar Dinkelflakes. Genau. Es gab veganes French Toast mit verschiedenen Beeren, Melone, Apfel, veganen Joghurt, Mandelmus. So, jetzt gibt es Tortellini mit Gemüse und ganz viel Parmesan. Und Tomatensalat mit Mozzarella. So, das ist mein Abendessen für heute. Einmal so ein Körnerbrötchen. Einmal so ein Körnerbrötchen mit Avocado, Paprika, Karotte und dann noch eine Hälfte mit Marmelade und Käse. Ich hatte so Bock auf was Süßes jetzt noch und deswegen ja. So, das ist mein Frühstück für heute. Einfach zwei so kleine Scheiben von so einem Haferbrot mit Avocado, Marmelade, den veganen Frischkäse drunter und eine Scheibe Käse und dann noch so ein Kakao. Dieser hier, der wo mit Kokosblütenzucker gesüßt ist, also ohne industriellen Zucker, das finde ich top. Das schmeckt auch richtig gut und eben mit Hafermilch. Ein Pfannkuchen gefüllt mit Käse und Spinat. Ich habe jetzt noch mal einen, da mache ich Hälfte von diesem Schokoaufstrich, wo mit Kokosblütenzucker gesüßt ist und mit Marmelade die Hälfte. Ich mache jetzt die aus der Pambox, die war jetzt im Juni drinne. Das sind so Hafercookies, die werde ich jetzt mal machen. Okay, ich habe keine Banane, sehe ich gerade, oder keine richtig reife, nur noch so ein Stück, egal. Ahornsirup habe ich auch nicht, aber dann nehme ich Kokosblütenzucker oder Agavendicksaft, das habe ich auch da. Und 20 Gramm Öl. Genau, den mache ich jetzt mal. Kann man auch in der veganen und in der nicht veganen machen, genau mit Honig. Das Zwischenergebnis jetzt. 4, 8, 12 sind 12 geworden. Ja, Basilikum ist auch mit Stab neben dran. So. Das ist jetzt mein Abendessen. 4 von den Cookies, von den Hafercookies, von den gesunden mit Brombeeren, Himbeeren, Heidelbeeren, Nektarine, Apfel, ein bisschen Erdnussmus und von dieser gesunden Schokocreme und eben 4 Kekse. Jetzt tasten wir mal. Die sind richtig gut. Die sind echt richtig gut. Und dann noch so ein bisschen Erdnussmus dippen. Meine Mama und ich haben dann auch gestern diese Chips gegessen. Es gab eigentlich genau wieder das gleiche wie gestern. Einfach 3 Scheiben Brot und Käse, Avocado, Marmelade. Zum Mittag habe ich mir dann eine Bowl gemacht mit Couscous. Unten drunter war Salat, rote Beete, Karotten, Tomate, Aubergine, Oliven, Kichererbsen, genau.